Unsere Schatzinsel ist ja bekannt dafür, dass wir Schätze für Geist und Seele führen. Und einer dieser Schätze ist dieses kleine unscheinbare Glas. Ein sogenanntes Wetterglas. Und ein Wetterglas, wenn man das sieht, dann fällt einem ja sofort das Märchen von der Regentrude ein. Eine wunderschöne Ausgabe erschien im Koppenrad Verlag in der Reihe Koppenrads Kinderklassiker. Die Regentrude natürlich von Theodor Storm, illustriert von Almut Kunert. Gerade jetzt, wo es besonders heiß draußen ist, erinnern wir uns öfter daran, dass es gerne mal wieder regnen könnte. Wir brauchen uns ja nur die verdorrten Wiesen und Blumenfelder anzuschauen, um zu wissen, wie wichtig der Regen ist. Und die schönste Geschichte zum Regenmachen ist in meinen Augen die Regentrude. Ein Märchen, was immer ein bisschen vergessen wird im großen Reigen der Märchenerzähler. Die Regentrude muss eingeschlafen sein, aber wir könnten sie wecken. Die Regentrude, wiederholte der Bauer hart, glaubt ihr etwa auch an dieses dumme Märchen? Kein Märchen, Nachbar, erwiderte die Dame geheimnisvoll. Meine Urahne hat sie selbst einmal aufgeweckt. Sie wusste auch das Sprüchlein noch, mit dem man sie wecken konnte, und hat es mir öfters vorgesagt. Aber ich habe es längst vergessen. Der dicke Mann lachte, dass ihm die Knöpfe auf seinem Bauch tanzten. Nun, Mutter Stine, so setzt euch hin und besinnt euch auf euer Sprüchlein. Ich verlasse mich auf mein Wetterglas. Und das steht seit 8 Wochen auf beständig schön. Das Wetterglas ist ein totes Ding, Nachbar. Das kann doch nicht das Wetter machen, sagte Mutter Stine. Und eure Regentrude ist eine Spukgestalt, ein Hirngespinst. Nun, Wiesenbauer, sagte die Frau schüchtern, ihr seid eben einer von den Neugläubigen. Wir alle wissen ja, wie das Märchen von der Regentrude ausgeht, doch wie es dahin kommt, das kann man in diesem schönen Buch wunderbar nachvollziehen. Und das Wetterglas, das zeigt tatsächlich immer noch auf beständig schön.